bisschen weniger erfreulichen Themen. In den Medien ist ja ganz groß gerade der Syrien-Konflikt. Und Herr Klinge, da wollten wir Sie mal als Islamspezialist hier fragen, wie es denn zu dem Konflikt kam und was Ihrer Meinung nach eine Lösung dafür wäre. Also ich glaube, auf die Einzelheiten kann man gar nicht eingehen. Ich finde, dass jetzt die Lösung auf diplomatischem Weg davor zu gehen eine vernünftige ist. Ich hätte wirklich große Bauchschmerzen gehabt, wenn die USA oder auch Großbritannien oder auch vielleicht wir in Deutschland da militärisch eingegriffen hätten, weil das hat durchaus unabsehbare Folgen. Ja, wir wissen nicht, was da passiert, deswegen ist Diplomatie vorzuziehen. Es sind natürlich schlimme Nachrichten, die uns da erreichen mit diesen Giftgasanschlägen oder dass das da eingesetzt wird. Und ich finde, dass jetzt die internationale Staatengemeinschaft, und das geht, glaube ich, nur gemeinsam in der Welt, jetzt hier wirklich Druck machen muss. Und da ist auch Russland, diejenigen, die sich auskennen, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Partner. Also zusammen Druck machen, damit wir da so schnell wie möglich zu einer vernünftigen Lösung kommen. Herr Frey, immer mehr Menschen fliehen ja jetzt aus Syrien wegen dem Bürgerkrieg, weil die Lebensbedingungen da ja nicht mehr so schön sind. Der Jemen und der Libanon leiden schon längst ganz arg unter dem Flüchtlingsstrom. Und warum nimmt denn Deutschland nicht wie Schweden unbegrenzt Flüchtlinge auf, sondern nur 5.000 fürs Erste? Also die Bundesregierung hat ja jetzt entschieden, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, und ich halte das im Übrigen auch für richtig. Unser Asylrecht ist dafür geeignet, dass wir diejenigen, die aus politischen Gründen verfolgt werden, auch entsprechend aufnehmen und schützen. Und es ist natürlich völlig klar, dass all das, was jetzt da im Nahen Osten und in Syrien passiert, vor allen Dingen auch ein großes humanitäres Problem ist. Und da sind wir, glaube ich, als zivilisierte Gesellschaft gefordert, zu helfen und zu unterstützen. Und das wollen und das sollten wir auch tun. Also bis jetzt nimmt die Bundesregierung 5.000 Flüchtlinge auf und NRW bekommt eventuell eine Sonderregelung. Ja, Rheinland-Pfalz. Also bis jetzt nimmt sie ja nicht mehr auf und es ist ja dann Ländersache und nicht der Bund. Warum nimmt Deutschland nicht wie Schweden einfach unbegrenzt Flüchtlinge auf? Also ich bin davon überzeugt, dass wir da flexibel genug sind, darauf zu reagieren. Wir alle wissen nicht, wie es sich in Syrien entwickeln wird, ob es gelingt, auf diplomatischem Wege schnell eine Lösung zu finden. Ich glaube das jetzt eher nicht, sondern ich glaube, dass uns das noch einige Wochen und Monate beschäftigen wird. Und dann hielte ich es für richtig, wenn wir zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen. Herr Kaiser will dazu auch noch mal was sagen. Also doch zwei Sätze in Kürze dazu. Also erstens ist es nicht richtig, Herr Frey, was Sie sagten. Gerade eben kam noch im Radio, dass die Bundesregierung in der Tat auf dieser 5.000er-Beschränkung verharrt gegenwärtig. Und das ist für meine Begriffe, es gibt zwischen 5.000 und völlig öffnen, gibt es ein breites Spektrum. Es gibt zum Beispiel die konkrete Möglichkeit, was jetzt einzelne Bundesländer, Sie haben es gerade angesprochen, auch tun, nämlich, dass die Möglichkeit des Nachzugs für syrische Familien, die es ja hier schon gibt, viele, die es hier schon gibt, dass die ihre Familienangehörigen nachholen können. Das wäre eine konkrete Hilfe und hätte also auch keine zusätzlichen Belastungen als für das Staatssäckel übrigens zur Folge. Und eins, was wir wirklich tun könnten und was leider in den letzten Jahren nicht getan worden ist, wir könnten die Rüstungsexporte in Krisengebiete reduzieren. Die sind nämlich in den letzten Jahren, und ich habe hier die Zahl, da muss ich jetzt mal ein bisschen spickeln, die Zahl, die ist also vom Rüstungsexportbericht, also eine offizielle Zahl, 2009 7 Milliarden, 2011 11 Milliarden. Und das kann so nicht bleiben. Beispielsweise Saudi-Arabien und andere Diktaturen. Wir haben in Deutschland ein gut ausgestaltetes Asylrecht. Und man kann es nicht sagen, die Regierung wird das schon regeln. Da ist die Politik aufgerufen, die Meinung der Bevölkerung in die Regierung einzuspeisen. Ich glaube schon, dass man sagen kann, wenn Menschen in Not sind, wenn Kriege vorhanden sind, wenn Menschen fliehen, weil sie Angst um ihr Leben haben müssen, das ist ein klassischer Asylgrund. Da ist ein Politiker aufgefordert, der Regierung zu sagen, wir wollen nicht, dass ihr solche Menschen nicht aufnehmt. Dazu ist das Asylrecht da. Die Frage der jungen Menschen ist berechtigt, warum nimmt Deutschland weniger als andere? Herr Kauder, auf YouTube gibt es einen Spot, in dem Sie Ihre Wahlziele oder die Ziele, die Sie vertreten, sagen. Und in diesem Spot sagen Sie eben auch, dass man die Ausgaben für Entwicklungshilfe überprüfen sollte. Sollten wir wirklich an den Ärmsten sparen? Ich war völlig entsetzt, als ich mal feststellte, dass wir Deutschen an China jedes Jahr 57 Millionen Euro Entwicklungshilfe gegeben haben. Ich habe gedacht, das kann gar nicht wahr sein.
habe das geprüft, es war so. Weil mich erkundigt, warum geben wir den Chinesen Entwicklungshilfe? Ja, das sei notwendig, damit deutsche Unternehmen Zugang zum dortigen Markt bekommen. Ich habe Unternehmer gefragt, die sagen, Herr Kauder, lass dich doch so einen Unsinn nicht erzählen, wir brauchen es nicht. Aber einer gab mir einen guten Rat. Nicht mit der Forderung kommen, von heute auf morgen die Entwicklungshilfe für China zu streichen. Von Jahr zu Jahr abbauen. Inzwischen zahlen wir keine Entwicklungshilfe mehr nach China. Und meine Damen und Herren, wenn wir Geld haben, können wir die Entwicklungshilfeleistung sehr wohl erhöhen. Wenn Geld knapp ist, wird zurzeit, reicht es, wenn wir den Griechen was geben. Für mich gilt der Grundsatz, zuerst kommt die Heimat, dann kommt das Land und dann kommt das Ausland. Dazu stehe ich auch, das ist meine Meinung. Lieber bekommt die Bevölkerung in Deutschland, bekommen die Rentnerinnen und Rentner ein paar Euro mehr, nicht nur 67 Cent netto, das wäre auch eine Botschaft. Aber Herr Kauder, Deutschland ist ja... Obwohl Sie sagen, Deutschland geht es wirtschaftlich nicht gut, ist Deutschland ja immer noch ein sehr reiches Land. Reicht es da wirklich, wenn man unter 0,5% für Entwicklungshilfe ausgibt? Wir sind ein reiches Land. Aber manche Rentnerin lebt mit 500 Euro. Machen Sie mir mal vor, wie man mit 500 Euro angemessen leben kann. Da sind wir aufgerufen, etwas zu ändern. Wir sind ein reiches Land. Aber mancher Familienvater arbeitet 8 Stunden am Tag vollschichtig und kann seine Familie nicht ernähren. Da stimmt doch auch was nicht. Mütter, die ihr Leben lang 3 Kinder großgezogen haben, bekommen keine Rente, weil sie nicht arbeiten gegangen sind. Wir brauchen eine selbstständige, eigenständige Mütterrente. Und über solche Dinge müssen wir mal reden, nicht nur immer über Entwicklungspolitik. Das ist ja gerade unser Problem, dass wir nie über Entwicklungspolitik reden. 0,5% der Ausgaben ist ja jetzt wohl ein lächerlicher Teil des Bundeshaushaltes. Und haben wir nicht eine gewisse Verantwortung für Menschen in Entwicklungsländern? Müssten wir uns da nicht mehr dafür einsetzen, Herr Kaiser? Also ich denke, Entwicklungshilfe ist erstens eine moralische Aufgabe. Entweder wir nehmen ernst, dass wir mittlerweile eine Weltgemeinschaft haben, dass wir in einer globalisierten Welt sind, und dann haben wir auch die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass die Situationen, die ja zum Teil noch verursacht sind vom Kolonialismus, Spätfolgen des Kolonialismus sind, die zum Teil damit zu tun haben, dass es so ist, dass viele Entwicklungsländer als Rohstoffexporteure missbraucht werden, aber zu geringen Preisen, und dass dort eben andererseits nichts aufgebaut wird. Aber es gibt ja eine zweite Seite, und es ist die, wir müssen Entwicklungshilfe auch im ureigensten Interesse machen. Und zwar ganz einfach deshalb. Wir sind Exportland, und wenn wir Exportmärkte uns langfristig erhalten wollen, dann brauchen wir Länder, die diese Produkte wie Maschinen, Autos und Ähnliches auch abnehmen. Und auch das ist ein Aspekt, den man bei der Entwicklungshilfe bedenken muss. Also ich glaube, wir brauchen eine vernünftige und eine vor allem intelligente Entwicklungshilfepolitik. Und das haben wir ja in den letzten 4 Jahren auch geschafft. Unser Minister Dirk Niebel ist ja für die Entwicklungshilfe in der Bundesregierung zuständig. Und der hat übrigens diese Entwicklungshilfe für China abgeschafft und hat darauf geachtet, dass wir jetzt vor allem Entwicklungshilfe machen für Selbsthilfe zur Hilfe. Also, dass wir den Ländern helfen, aus ihrer wirtschaftlich schwierigen Situation rauszukommen, dass wir also zielgerichtet mit dem Geld, was wir investieren, reingehen und darauf achten, dass es eben nicht in Korruption oder in irgendwelche dunklen Quellen dann versiegt, sondern dass es wirklich bei den Menschen ankommt. Und ein Aspekt ist mir auch noch wichtig, da hat Dirk Niebel auch dafür gesorgt, dass wir den Ländern die Entwicklungshilfe abstellen, die eben ihre Bürger aufgrund von religiösen Gründen oder sexueller Orientierung eben verfolgen. Da haben wir gesagt, diesen Ländern geben wir kein Geld mehr, wenn sie so mit ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern umgehen. Also eine zielgerichtete, intelligente Entwicklungshilfepolitik kann viel mehr erreichen. Und natürlich müssen wir da noch mehr Geld in die Hand nehmen, aber ich glaube, auch da sind wir auf dem richtigen Weg, weil die Entwicklungshilfe in den letzten Jahren ja auch immer mehr Geld bekommen hat. Deswegen bin ich gegen eine Kürzung. Ich war mehrfach in Afrika. Afrika ist ein spannender Kontinent. 50% der Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt. Die Menschen werden nicht so alt wie wir, deswegen brauchen die keine Pflegekosten. Hört sich gemein an, ist aber so. Dort kann man in Entwicklung investieren, in Nation Building. Die drüben in Afrika wollen demokratische Staaten. Da ist einiges besser geworden, seit sich die Frauen mehr in die Politik einmischen. Ist nun mal so. Da kann man was tun. Man kann denen helfen, demokratische und rechtsstaatliche Systeme aufzubauen. Da braucht man keine Millionen, die man darüber gibt. Da braucht man Menschen, die dort bereit sind, dorthin zu gehen, denen zu helfen, Staaten aufzubauen. Und eins ist ganz wichtig: Bildung.
Solange Menschen nicht lesen und schreiben können, können die auch am politischen Geschehen nicht teilhaben. Also Afrika ist ein Kontinent, bei dem es sich lohnt zu investieren. Wir können nicht überall auf der Welt, wo Hungersnöte entstehen, helfend eingreifen. Das schaffen wir finanziell nicht. Und, meine Damen und Herren, müssen wir auch mal lernen, wie man Nation Building macht. Ich würde einem Afghanistan-Einsatz nicht nochmal zustimmen. Verpulverte Milliarden, wir sind reingegangen, gehen jetzt wieder raus, haben den Menschen Hoffnung gemacht und nichts, aber auch gar nichts bewegt. Es ist die UN aufgerufen, nachhaltig über 2-3 Generationen hinweg aus solchen Staaten Demokratien zu bauen. Es geht nicht mit einem Bundeswehreinsatz. Wir geben sehr viel Geld für Griechenland aus. Herr Löw, halten Sie denn die Sparpolitik in Griechenland inzwischen für gescheitert? Die Sparpolitik in Griechenland in der Form, dass radikal gespart wird und nicht dafür gesorgt wird, dass auch ein entsprechendes Wachstum stattfinden kann, die war zu jeder Zeit gescheitert. Die hat nie eine Chance auf Erfolg gehabt. Und dass wir nach wie vor immer wieder entsprechende Pakete nachschieben müssen, das hängt genau mit der Tatsache zusammen, dass wir es nicht geschafft haben, zum einen Griechenland ein Stück weit wieder zu helfen, sich selbst zu helfen, und zweitens hat man es nicht geschafft, Dinge zu korrigieren, die im Grunde genommen in Griechenland zur Krise geführt haben. Zum einen die massive Problematik in der Verwaltung, zum zweiten die Tatsache, dass das griechische Kapital sobald die Krise spürbar wurde, massiv abgeflossen ist. Griechisches Kapital wurde am Fiskus vorbei, zum Beispiel hier nach Deutschland gebracht, nach England, und liegt dort und wartet im Grunde genommen dort drauf, was da unten passiert. Und wenn wir es nicht schaffen, da entsprechend aktiv zu werden, zusammen mit Griechenland, mit der griechischen Verantwortlichen, dass dieses Geld zurückfließt und dort eben auch quasi wieder eingesetzt wird, dann werden wir auch diese griechische Krise nicht korrigieren. Und wir müssen im Prinzip Sparpolitik betreiben und die Hilfe zur Selbsthilfe entwickeln. Herr Frey, Ihre Partei sieht das ja anders. Angela Merkel hält die Sparpolitik für alternativlos. Was ist denn eine alternativlose Politik? Also zunächst einmal bin ich einfach anderer Auffassung als der Herr Löw. Denn man kann nicht so tun, als müsse man nur genügend Geld für Wachstumspolitik bereitstellen und dann passiert es schon. Das ist ja in der Vergangenheit so gewesen. Es sind 136 Milliarden Euro nach Griechenland geflossen, seit Griechenland in der EU ist. Griechenland hat weniger Einwohner als Baden-Württemberg. Also ganz offensichtlich hat das alles nicht dazu beigetragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu stärken. Und deswegen glaube ich schon, sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo man diesen schmerzhaften Weg der Konsolidierung gehen muss. Und jetzt sehe ich das ein, dass das für die Bevölkerung überaus schmerzhaft ist. Wenn man Renten kürzt, wenn man Beamtengehälter kürzt, wenn man ansonsten auch von der Bevölkerung unheimlich viel abverlangt. Aber die Verantwortlichkeit liegt natürlich in Griechenland selbst, bei den griechischen Eliten. Und ich bin davon überzeugt, dass das, was beispielsweise SPD und Grüne vorschlagen, nämlich dass wir eine Schuldenunion in Europa machen, dass wir die Schulden vergemeinschaften, dass wir gemeinsam für die Schulden in den einzelnen europäischen Ländern haften, dass das exakt der falsche Weg ist, weil das auch nichts mit europäischer Solidarität zu tun hat, sondern vor allen Dingen dazu führen wird, dass die Party des billigen Geldes weitergehen wird. Und deswegen glaube ich tatsächlich, nichts ist alternativlos in der Politik. Auch für dieses Thema gibt es unterschiedliche Vorschläge und Wege, aber ich glaube, dass die Politik, die wir derzeit betreiben, die richtige ist. Und zwar deshalb, weil es, und das sollten wir uns auch nicht immer nur als auf Griechenland kaprizieren, sondern müssen wir uns alle diese Länder, ob das Spanien ist, ob das Portugal ist, ob das Italien ist, anschauen, weil wir natürlich dort Situationen haben, also wo es nicht um billiges Geld geht und wo es auch nicht um einzelne Eliten geht, die sich daran gesund stoßen. Übrigens eine Situation, eine Spaltung der Gesellschaft, die wir durchaus hier in Deutschland auch haben, also Arm und Reich driften weiter auseinander, sondern wo es so ist, dass beispielsweise, neueste Meldung, in Portugal die Renten um 10-30% gekürzt werden sollen. Das muss man sich mal praktisch vorstellen, und ich würde die Anwesenden auch, soweit sie Eltern sind, können sie selber beurteilen, aber die Jüngeren auch mal bitten, einfach ihre Eltern oder Großeltern zu fragen, was das faktisch bedeuten würde. Und deshalb ist es notwendig, dass man neben dieser Forderung nach Sparpolitik, da sind wir einig,
gar keine Frage, dass wir auch Impulse setzen in Richtung auf Investitionen, Impulse setzen in Richtung auf Ausbildungsförderung. Da hat sich die Kanzlerin erst prügeln lassen müssen, dass überhaupt wenigstens mal verbal was in die Richtung geht. Das ist ein komplexes Feld, ich könnte noch vieles dazu sagen, beispielsweise, dass man die Regionalförderungsmittel endlich in der Form einsetzt, dass sie wirklich also dort auch Wachstumsimpulse setzen, dass die Menschen dort auch mal wieder das Gefühl kriegen, es geht nach oben. Die sind nämlich extrem deprimiert dort. Ich konnte es im Urlaub in Portugal dieses Jahr im Sommer feststellen, ganz ruhiges, friedliches Volk, aber extrem deprimiert. Und denen muss man auch Hoffnung geben. Also man muss... Ich möchte es nochmal bitten, sich echt ein bisschen kurz zu fassen. Also man muss... Ja, wir dürfen alle ein bisschen kurz. Man muss fairerweise festhalten, also zunächst mal, es ist ja noch gar kein Geld nach Griechenland geflossen. Es gibt, glaube ich, diese 6 Milliarden Einlage in den ESM, das ist eins dieser europäischen Rettungspakete. Ansonsten haben wir zunächst erstmal Garantien abgegeben. Die sind natürlich auch brandgefährlich, ja. Aber für mich steht fest, dass wir als größte Industrienation in Europa natürlich solidarisch sein müssen, auch mit Blick auf 65 Jahre europäische Integration. 65 Jahre hat uns Europa sehr viel gegeben, das dürfen wir nicht vergessen. Aber Solidarität ist eben keine Einbahnstraße. Und deswegen finde ich es vollkommen legitim, dass wir von den Griechen eben auch harte Anstrengungen erwarten und dass die das machen müssen. Denn die haben wir doch in den letzten 10 Jahren, Stichwort Agenda 2010, auch hier in Deutschland gemacht. Unsere aktuelle gute Lage kommt ja nicht von allein, sondern da haben wir was dafür gemacht, die letzten 10 Jahre, auch unter Einsparungen und Einschnitten. Und deswegen glaube ich, dass die Griechen hier auch sich selber ein Stück weit aus der Krise rausholen müssen. Und für mich gehört aber zu einer glaubwürdigen Europapolitik auch, dass wir, wenn wir als Sparpolitik von den anderen Ländern einfordern, dass wir in Deutschland selber konsequent unseren Haushalt in Ordnung bringen. Und wir werden nächstes Jahr das erste Mal seit über 40 Jahren eine schwarze Null im Bundeshaushalt haben. Und wir müssen alles dafür tun in der Politik, dass wir diese schwarze Null auch die nächsten Jahre fortsetzen. Und da empfehle ich euch einfach mal einen Blick in die Wahlprogramme der Parteien. Und da kann ich feststellen, dass gerade bei Rot und Grün massive Ausgaben drinstehen in dem Wahlprogramm, die die schwarze Null zunichte machen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für eine authentische und vernünftige Europapolitik, dass wir unseren eigenen Haushalt in Ordnung halten. Und ich glaube, da hat die schwarz-gelbe Koalition in Berlin wirklich eine gute Arbeit gemacht. Okay, damit schließen wir das Thema jetzt ab und kommen zu einem anderen internationalen Thema. Herr Lorch, eine Frage an Sie. Halten Sie die NSA-Affäre eigentlich auch, wie Herr Kanzler Jeff Bufala, für beendet? Nicht gerade so mein Thema, aber auch für beendet halte ich das überhaupt nicht, solange nicht wirklich die Gewähr ist, dass man seinen Computer für sich haben kann, und das ist noch lange nicht der Fall, dass man sein Telefon für sich haben kann, und das auch das ist noch lange nicht der Fall, solange ist das einfach nicht beendet. Aber ich würde noch gerne eins nachschieben. Erstens mal das, was Herr Klinge meinte, dass es uns in Deutschland so gut ginge, würde ich jetzt erst einmal nicht so unterschreiben wollen. Und, aber natürlich geht es viel, viel schlimmer noch zu in Griechenland und so. Und wir, die Linken, haben keinem Paket zugestimmt, weil das einfach nicht dem Volke zugute kam, die Pakete, die oder kommen würde, sondern eben den Banken. Und die wiederum haben Gelder gegeben, damit wir wieder einfach Profite machen können in Waffengeschäften und so. Was wir aber wollen, und das ist wichtig, ist, dass die Situation sich dort wirklich verbessert, weil wenn die Menschen nicht mehr wissen, ob sie ins Krankenhaus gehen können, wie sie wirklich mit ihrer Krankheit zurechtkommen, nur um ein Beispiel zu bringen. Wenn behinderte Menschen zu Hause bleiben müssen, bloß weil niemand mehr da ist, wo sich auch finanziell um sie kümmern kann, dann muss da dringend was geschehen. Und da muss Geld ans Volk und Geld an die Bank. Was Sie konkret machen würden, also ganz konkret, was Sie im Schwarzwald-Barkreis ändern wollen? Also ich glaube, dass wir gucken müssen, dass die Wirtschaft weiter gut läuft, weil wir eben Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze brauchen. Und dann glaube ich, dass wir auch Generationengerechtigkeit in Berlin brauchen. Das heißt, keine neuen Schulden für die jungen Generationen. Wir brauchen die B523. Wir brauchen keine Schweinemastanlagen. Wir brauchen mehr Förderung für den Schwarzwald, und zwar für die Offenhaltung der Landschaft und nicht für das Aufforsten, was die EU völlig verkennt. Wir brauchen ein schnelles Internet, dafür habe ich mich stark gemacht, habe eine Konferenz abgehalten, die Telekom ist inzwischen kooperativer als früher. Wir müssen Druck machen, dass finanzielle Zuwendungen, wie früher auch, wie die letzten 11 Jahre in den Schwarzwald-Barkreis fließen. Uns ist das Geld gut aufgehoben für Forschungszwecke, für Unternehmen, die man damit fördern kann.
Und wir brauchen Menschen, die hier gerne arbeiten. Deswegen brauchen wir Bauplätze und einen Einklang zwischen Kulturlandschaft und mittelständischen Unternehmen. Die Sache mit dem Internet ist so, wie Sie beschrieben haben, aber das läuft sowohl auf Kreisebene als auch von Landesebene. Es wird ja dieses Modellprojekt geben hier im Schwarzwald-Baar-Kreis und das läuft demnächst an und das ist auch gut so. Für mich steht im Mittelpunkt auf der einen Seite die konkrete Unterstützung für die Umsetzung der Energiewende hier in der Region, wo wir hervorragende Voraussetzungen haben. Ich mich auch selber in der Bürgerenergiegenossenschaft Schwarzwald-Baar dafür engagiere, dass das in Bürgerhand passiert. Und zum Zweiten Bildung auf allen Ebenen. Wir haben Bildung vorhin ein bisschen verengt auf Schule. Bildung fängt im Kindergarten an. Die Tatsache der Kleinkindbetreuung muss verbessert werden. Es muss im Kindergarten wirklich der Kindergarten als Bildungsinstitution stärker unterstützt werden. Und Schule, haben wir vorhin gesagt, die individuelle Förderung verstärkt. Auch übrigens vom Bund, denn es gibt im Moment ein Kooperationsverbot, also Kooperationen also des Bundes mit den Ländern in Bezug auf Bildung. Und dieses muss abgeschafft werden, steht auch in unserem Wahlprogramm. Wir sind hier im ländlichen Raum. Wir haben ganz klar das Gefälle zwischen Investitionen in die Ballungsgebiete und in unserem ländlichen Raum. Wir müssen klar Position beziehen, dass wir in diesem Bereich deutlich wieder stärker wahrgenommen werden, sowohl in Stuttgart als auch in Berlin. Da gibt es etliche wichtige Themen, die wir da bearbeiten müssen. Eine davon ist die Querspange, die B523, die Verbindung zwischen bestehender B523 und B33, das ist ganz wichtig für den Raum hier, bis hin nach Triberg, Schonach, Furtwangen. Diese Bereiche müssen entsprechend erschlossen werden, damit eine wirtschaftliche Entwicklung möglich ist. Und insgesamt brauchen wir genau diesen Fokus hin zu einer guten Entwicklung im Bereich der Wirtschaft, hin zu guten Arbeitsplätzen, gutem Wohn- und Lebensumfeld, sodass einfach die Menschen hier wirklich gerne sind, gut arbeiten können, gute Löhne bekommen. Wir sind eine touristische Region und wir müssen es schaffen, dass der Schwarzwald-Baar-Kreis sich auch touristisch entsprechend entwickelt, weil gerade auch im Schwarzwald große Teile unseres Einkommens genau in diesem Bereich generiert werden und wir müssen im Prinzip dafür sorgen, dass beides funktioniert. Das bedeutet, wir brauchen auch Dinge oder Organisationen wie zum Beispiel den Naturpark oder den Nationalpark. Auch da müssen wir bestimmte Anstrengungen unternehmen, entsprechende Gelder auch losmachen, sodass wir da uns für die Zukunft positionieren können. Also Sie haben ja gefragt, was tun wir ganz konkret für den Schwarzwald-Baar-Kreis und da geht es eben beim Thema B523 darum, dass wir es gerade in der jetzigen Situation schaffen, dass das Land entsprechend priorisiert und dass dieses Straßenstück in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans kommt. Bundesverkehrswegeplan 2015, an dem wird jetzt gearbeitet und deshalb kommt es darauf an, dass wir das schaffen und dann planen können und anschließend auch das Geld zur Verfügung gestellt werden kann. Aber allein die Herausforderungen, um die es geht, wir werden allein, um das Glasfaserkabel in jede Straße zu bringen, ich spreche noch nicht in jedes Haus, etwa 150 Millionen Euro brauchen. Und wenn man dann gleichzeitig sieht, dass die Breitbandinitiative des Landes mit 20 Millionen Euro gefüllt ist, dann ist vollkommen klar, dass das eine nicht zum anderen passt und dass das nicht einmal der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein ist. Ja, und genau deshalb, nein, ich will ja auch kein schwarzes Peterspiel, sondern ich glaube, dass das ein Bereich ist, wo Bund und Land den ländlichen Raum stärker unterstützen müssen. Denn wir werden natürlich in Freiburg, in Stuttgart, in Karlsruhe, in Frankfurt nie die Situation haben, dass man fragt, was tut ihr als Stadt, um die Wirtschaftlichkeitslücke zu schließen, um dafür etwas zu tun. Diese 150 Millionen bezahlen wir hier im Schwarzwald-Baar-Kreis, in einer Großstadt wird das nicht verlangt. Und das wäre ein ganz praktisches Beispiel, wo man etwas tun könnte für die Augenhöhe von ländlichem Raum und Ballungsräumen. Immer mehr Menschen werden immer älter und müssen irgendwann mal ihren Führerschein abgeben und sind deshalb nicht mehr mobil. Sehr viele Menschen mit Behinderungen haben nicht die Möglichkeit, mit dem Auto unterwegs zu sein. Jugendliche und Kinder dürfen und können noch nicht mit dem Auto unterwegs sein. Ein großes Thema für mich ist
der ÖPNV und die Bedienung des ländlichen Raums mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und zwar in einer vernünftigen und guten Taktung, nicht nur einmal am Tag, sondern eben so, dass man auch mal früh und mal mittags und mal abends und auch mal nachts gehen und auch wieder ankommen kann. Und selbstverständlich muss das barrierefrei sein, in allen Bereichen und überall. Und da denke ich, werde ich mich dafür einsetzen, erstmal, dass mehr Geld in ländliche Strukturen getan werden und vielleicht auch doch noch dieser unsägliche Bahnhof in Stuttgart, Stuttgart 21, gekippt werden kann. Das ist eine Aufgabe, wo mir sehr wichtig wäre. Ansonsten ist mir natürlich wichtig auch, weil immer mehr Menschen immer älter werden, dass allgemein die Strukturen in den Dörfern und in den Städten barrierefreier werden. Ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben auch im Alter oder mit Behinderung teilhaben kann am gesellschaftlichen Leben und nicht außen vor steht, weil man das eine oder andere nicht erreicht. Danke. Sondern die Frage ist jetzt in einem Satz zu beantworten. Was gefällt Ihnen an St. Georgen? Also bei gutem Wetter ist es großartig, hier bei schlechtem auch. Ich bin gut hergekommen. Ich bin gerne hier, ihr habt super Kneipen, ihr habt eine nette Innenstadt und vor allem hier. Ja, jetzt gehen wir nach Villingen, da ist auch nicht besser. Aber es ist einfach nett hier und ich finde, dass ihr eigentlich stolz drauf sein könnt. Und vor allem natürlich sind die jungen Leute hier toll, die so super hergekommen sind, die Interesse zeigen. Und das muss ich sagen, finde ich hier besonders gut. Herr Kauder? St. Georgen ist und war schon immer etwas Besonderes. Aktive Bürgermeister, aktiver Gemeinderat, eine aktive Bevölkerung, die sich einbringt. In St. Georgen kann man gut leben, kann man sich wohlfühlen. St. Georgen ist Schwarzwald. Also mir gefällt besonders die Anstrengungen in Richtung Integration auf allen Ebenen. Verschiedensten Ebenen hier, also so Integration Jugendlicher, aber auch also so was Asylbewerber angeht und andere Bereiche, wo ja hier sehr viel gemacht wird. St. Georgen hat in den letzten Jahren unheimlich viel gemacht, um sich zu entwickeln, also Infrastruktur, aber auch im Bereich Innenentwicklung und im Bereich Gewerbe. Es wird viel Geld in die Hand genommen, es wird auch viel Innovation in die Wirtschaftsentwicklung reingesteckt, viel Input. Und dieses Engagement, was man da wahrnimmt, was ich wahrnehmen kann, was ich auch heute Morgen entsprechend erleben konnte, das ist für mich eigentlich eine ganz interessante und hochspannende Angelegenheit. Und das ist eigentlich der Punkt, der mir an St. Georgen am meisten gefällt und was aus meiner Sicht St. Georgen auch lebenswert macht. Also ich bewundere, wie St. Georgen den ökonomischen Strukturwandel hingekriegt hat. Mit starken Unternehmen, mit begeisterungsfähigen Menschen, mit einem starken bürgerschaftlichen Engagement. Und diese Kombination zusammen, die wird auch für eine gute Zukunft sorgen. Eine tolle Stadt. Die aktive Jugend, die hier dieses alles jetzt erst einmal auf die Beine gestellt hat, das finde ich eine tolle Sache. St. Georgen ist für mich sehr schön fürs Auge, aber ich muss gestehen, die Hügel, die schmerzen mich dann schon ein bisschen in der Bewegung. Liebe Zuschauer, sehr interessante Podiumsdiskussion von jungen Leuten geführt. Ich denke mal, ist eine ganz andere Linie gefahren worden. Tolle Frage an die Kandidaten, sehr gute Antwort der aller Kandidaten. Ich denke mal, es war wirklich sehr hilfreich, diese Podiumsdiskussion. Ich finde, das sollte man öfters machen, denn die Jugendlichen haben doch die richtigen Fragen an die Politiker. Und ich denke mal, es war ein ganz toller Abend. Und damit zurück. Tschüss aus St. Georgen, euer Schwarzwald-Regio-TV, Martin Weidinger.